Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte von Thüringen. Ihr stellt dann die Fahrzeuge ein mit Cosplay, Viererverband. Das heißt, Erdentraktor habe ich schon gemacht. Da haben wir jetzt auf ganz links eingestellt. Hier werden wir jetzt auf ganz einmal Kurs kopieren. Dann stellen wir den auch auf links. Geben wir so einen dritten Traktor, den stellen wir auf 1 rechts. Deaktiviert. Soweit passt. Wir müssen ja am besten so machen, dass die Traktoren langsam fahren, dass die sich nicht hinterher so sehr über den Haufen fahren. Es wird dunkel und das ist blöd, aber gut. Nehmen wir so einen Kauf. So, den ganz rechts. Letzte Bahn. Jetzt müssen wir ziemlich schnell arbeiten. Das heißt, halt grad schnell von dunkel ist ein bisschen blöd, aber gut, wir versuchen. Es kann sein, dass wir das Feld gar nicht mehr brauchen werden, nachher zur Ernte oder zu weiteren Verlauf, weil die neue Karte wurde sich angekündigt. Das heißt, es könnte sein, dass wir im Frühjahr trotzdem beginnen, auch ohne dass die Felder bestellt sind. Aber falls es doch nicht so schnell kommen sollte, wie ich ja denke, dann ist es doch ganz gut, wenn wir bestellt haben. Dann kommen wir wenigstens weiter. Wechseln macht sich am besten im Frühjahr. Deswegen ist das jetzt mal ganz, ja, das Herz Mitte. Und dann auch noch 3 Ingame-Tage oder 4 genau genommen bis zum Frühling. Müssen wir schauen, ob das wir drunter kriegen. Dass wir da nicht mitten im Sommer sind und da kommt eine neue Karte, dann können wir nicht ernten. Das dann, oder wird ernten und dann ist es ziemlich umständlich oder beziehungsweise dauert es so lange. So, den werden wir gleich mal gucken. 2 links, letzte Bahn. Zum nächsten Traktor. Zum Glück warten wir ein bisschen ab. So, jetzt wollen wir die Sache ein bisschen beobachten. Aktiviert, 4 Maschinen. Wir fahren hier mal sicherheitshalber mit. Wir sehen sowieso nichts sonst. Ansonsten wollen wir näher beginnen mit Verkauf. Wir können auch die Geschwindigkeit jetzt ein bisschen erhöhen. Auf 30. Auf der Übersichtskarte kann man sehr gut erkennen, dass die alle 4 in eine Richtung fahren. Ja, scheint bisher gut zu verlaufen. Bin dann mal gespannt, wie das mit der Wendung passiert. Zum Glück sagt der Top-Zweiter voraus, also was nicht bedeuten würde, dass Regen egal wäre normalerweise.
Alle drei bringen Raps raus, alle vier, alle vier. Warum der eine gelb, gelb ist, keine Ahnung. Also die neue Karte ist Season Ready. Die Frucht Pappeln kommt mal wieder mit hinzu. Die fehlt ja aktuell. Ansonsten bleiben wir bei Standfrüchte. Von Obst habe ich gesehen. Also wir könnten mal theoretisch Obst machen. Und ansonsten ist halt alles so wie jetzt auch, die Felder. Ich werde mir versuchen, das Geld rüber zu holen. Die Fahrzeuge von Kopf, da finde ich aktuell nichts. Also bei Fahrzeugen werde ich es alles neu kaufen und alles entsprechend von Händler dann rüber hochfahren. Wir haben ja im Frühjahr wenig Zeit, aber wir werden beginnen halt mit der Aussaat im Frühjahr. Standardmäßig Raps, Weizen, Gerste, Hafer. Wir haben ja glaube ich 5 Felder, 5 haben wir glaube ich. So, die werden wir halt bestellen. Wir werden noch verkaufen. Wenn die Ernte so halb, also die Aussaat gut klappt, dann werden wir den umsteigen auf Verkauf. Und dann werden wir die ganze Ernte verkaufen. Denk mal zum, wenn es hell ist nachher. Der erste fährt gerade Wendeschleife und die anderen warten. Hier kann man es ein bisschen besser sehen. In der letzten Folge haben die alle im Prinzip für den Haufen gefahren. Zuletzt. Der fährt. Gut. Ist der nächste, der wenden muss. Denn so eine Art mit der Aussaat mit vier Verbänden ist eigentlich notwendig, aufgrund der Tatsache, dass die Felder sehr groß sind und wir in relativ kurzer Zeit die Aussaat erledigen wollen und müssen. Ich meine, hier reichen zwei Fahrzeuge aus und darunter auch, würde auch einer reichen, aber hier ist mit vier schon nicht schlecht, oder hier oder da, also 10, 13 und die 11 sind schon recht groß. Also die 40 auch zum Beispiel. So, mal ganz gucken hier den nächsten rein. Das Gute ist hier, die warten jetzt. Weil das einzige Blöde ist in Anführungszeichen, dass es dunkel ist. Ne? Ich wollte nur die Ernte fertig machen, das ist einfach der Vollständigkeit halber. Man sieht ja auch so wenig, ne? Ich habe jetzt einen Mod drauf, der die Sicht bei Regen mir ein bisschen besser machen soll. Also denkt man ein bisschen besser ist. Halt ist Wetterbericht. Also die Aussaat ist noch locker möglich bis zum Winter im ersten Frühwinterprinzip. Wo wenn da schon Frost kommt, dann ist das nicht möglich. Ne? So, Temperaturen bis jetzt. Heute ist, ja heute, ne, sonst kommt der Samstag. Also im Prinzip morgen ist Samstag, heute ist dann Freitag und dann im Spiel und dann morgen ist Samstag, da ist noch alles Herbst, da ist noch temperaturmäßig alles noch in Ordnung. Letzten Herbsttag geht es auch noch ganz gut zurecht, aber dann her im Winter im Grunde
Wenn das Winter, da Dienstag und so das Winter ist, doch schon Frost und würde man nicht empfehlen, dazu die Ausfahrt machen, wenn der Boot gefroren ist. Dann wird es auch nicht gehen. So. Jetzt kann man hier schön erkennen, wie das hier so klappt. Das klappt super. Sie fahren sich im Prinzip nicht entgegen, weil der vierte Traktor im Prinzip genau die Bahn nimmt, die er dann auch nehmen muss, um in die andere Richtung zu fahren. Das ist dann super. Ich werde mir auch mehr die Traktoren aufschreiben, die ich habe. Und den Neupreis, um das entsprechend auszurechnen. Im Grunde die vier Sämaschinen. Die Nacharbeiten werden wir wahrscheinlich nicht machen, aber gut. Könnte man machen. Aber ich nehme mal ganz stark an, dass wir demnächst wechseln können. Angekündigt wurde schon am Samstag, glaube ich, dass er fast fertig ist oder ist Testphase. Wann nun genau das kommt, das ist ja. Sag mal, das dauert, wie es dauert, ne? Aber weit voraussehen können wir nicht. Aber wir gehen ja auch stramm zu, auch mit der Macht. Ein paar Einnahmen werden wir noch haben von der BGH. 18.000. Naja, immerhin, ne? Das deckt dann ungefähr die Kreditzinsen. Naja, gut. Haben wir nicht so viel Verlust gemacht, in Anführungszeichen. Weil wir müssen auf jeden Fall kaufen. Mal schauen, wie die Preise sich entwickeln. Ja, das klappt eigentlich super her. So, mal schauen. Wir haben jetzt noch ein volles Lager mit Gerste. Landhandel Müller. Der Teil angeht, ist aber auch nicht so verkehrt. Da haben wir den Kurs. Also die Aussaat klappt, da können wir noch mal verlassen drauf. Jetzt gehen wir mal Richtung. Na, nicht zurücksetzen, um Gottes Willen. Wir suchen. Also hier Licht. Das ist. Der Regen hat aufgehört, ne? Aber trotzdem ist es ein bisschen heller als sonst, denke ich mal. Oh, das kann täuschen. Keiner will Holz machen. Wir wollen jetzt Gerste verkaufen. Aber mein Licht geht hier nicht. Das steht fest. Also das ist schon mal komisch. Das ist jetzt Richtung Getreide AG. Ja, gut, okay. Ich sag mal, so groß Unterschied auch nicht. So, wir müssen mal gucken jetzt hier. Sonnenblumen, Hafer, Gerste. Einstellen. Wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen, beziehungsweise wir müssen ja das Ganze verkaufen. Damit wir das hier wieder runden kriegen hier. Schön. Wir werden mit 30 weiterspielen, bis es hell ist. Und dann gehen wir nochmal mit 5 weiter. Jetzt
kann sein, dass ich sage, okay, wir kaufen noch mal ein Stück Wald, um Geld zu verdienen, was wir dann so oder so gemacht hätten. Und später, wenn wir jetzt nachher wieder von neu anfangen, im Prinzip, macht sich auch ganz gut, weil dann haben wir entsprechend auch so, wie es eigentlich sein soll. Wir werden entsprechend die Originallager wieder nehmen und wir werden auf andere Lager erstmal verzichten, obwohl ich sage, okay, wir können da ganz gut auch Kalk einlagern oder Dünger. Die Hallen werden wir wieder aufbauen. Ob nun genau da, das ist eine andere Frage. Und die Bäume sind schade, aber die werden nicht mitgenommen werden können, leider. Sei denn, man kann sagen, man muss nur die Karte austauschen. Das wäre ideal, ne? Dann hätten wir natürlich zwar die Karte neu, aber alles andere wird dann bleiben. Aber mal sehen, das ist noch nicht so weit raus. Aber ich denke mal, wir müssen eine neue Karte beginnen. Also die ganzen Änderungen, die jetzt da kommen, sind ein bisschen viel. Ich tendiere weiterhin mit 3 Tage spielen, also pro Jahreszeit. Mit 6, das dauert zu lange. Das ist. Da kommen wir ja nicht weiter, Anführungszeichen. Ob Baumwachstum oder. Ja, vorankommt an sich. Man kann ja notfalls auch im Hellen mal auf 1 spielen, auf über 1. Und wenn, naja, es wird nicht immer Regen sein, ne? Ob ich nur genau dieselben Traktoren wieder einkaufen werde oder im Grunde einfachshalber mal eine Sorte. Mal sehen, ich weiß es noch nicht. LKWs, da würde ich mal gucken, ob ich noch was Besseres finde. Und dann hier Holzhauernte zum Beispiel, da kann man sagen, okay, der ist gut. Wahrscheinlich werden die ganzen Kurse neu einfahren müssen, weil ja die ganzen Dinge verändern sich ja runter. Also der Hof und es verändert sich ja alles. Wir werden am Hof fixen Stall haben, wenn wir auf 3, am Hof 3 wieder beginnen, wozu ich eigentlich tendiere, weil wir uns, weil die Felder nicht da sind, werden wir Hof 3 wieder beginnen. Ich muss aber sehen, dass das auch funktioniert. Ich weiß ja nicht genau, wie er das so gestaltet mit dem. Mit dem Hof, ob man da auf Hof 3 auch beginnen kann. Notfalls werden wir halt. Na. Mann, wo nett. Steht da rechts. Ah. Wieso wird er da jetzt her? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso? Er hat die ganzen Male ganz gut eingefahren. Und wo wir dabei sind, fährt er gegen den Zaun. Schon merkwürdig, ne? Oder ist irgendwas am Hänger anders? Normalerweise nicht. Wir müssen ein bisschen größer ausholen, sonst kommen die Kurve nicht rum. So, liebe Zuschauer, das soll's
für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke und wir sehen gleich, wie es weitergeht in der zweiten Folge. Muss ich irgendwas zeigen mit der